Hallo, liebe Tesla-Freunde. So, ich habe mir vor 2 Wochen diesen Tesla gekauft, bin also noch ein ganz junger Tesla-Fahrer. Vorher hatte ich eine C-Klasse von Mercedes Diesel. Der konnte so mit einer Tankfüllung 65 Liter bis nach Venedig fahren. Das sind von uns aus, so Nähe Frankfurt, sind das so 1000 Kilometer. Und heute alles anders. Er gibt ja die Reichweite mit 500 an, hier das Modell Y. Y auch genannt. Und wir fahren jetzt gleich mal in die Niederlande nach Hoek van Holland. Hoek van Holland oder so, ich weiß nicht, wie es genau ausspricht. Und ich will heute mal testen, ob das wirklich funktioniert. Im Vorfeld, bevor ich mir den Tesla gekauft habe, habe ich mir ganz viele Videos bei YouTube angeguckt. Und da wird immer gezeigt, wo hier der Trunk ist oder Frunk und wie viel Stauraum der hat und dass man sich da hinten auch mit einer Matratze reinlegen kann. Was mir aber immer so ein bisschen gefehlt hat, war so das tägliche Leben. Dass man einfach mal gucken konnte, da fährt jemand, also es gibt auch so Videos, aber da fährt jetzt jemand, so wie wir, mal 450 Kilometer heute, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und was passiert, wie macht der Tesla das mit den Ladestationen, passt das alles? Das will ich heute mal zeigen und natürlich unser erstes Mal. Und wir halten das einfach mal im kurzen Video fest. Ich würde auf der Hinfahrt genau das machen, was Tesla sagt. Einfach mal, es gibt ja 1000 Apps, wo man sagen kann, hier macht's anders, fahrt viele Charger an, dies und das. Ich mache heute mal genau das, was der Tesla sagt und fahre so 120 bis 130. Und auf der Rückfahrt, da fahre ich mal ein bisschen schneller. Und dann gucke ich mal, was das eigentlich ausmacht. Weil es gibt ja viele, die fahren immer 180, manche fahren 200, manche fahren 100, manche fahren 120. Jeder sagt was anderes und ich habe überhaupt keine Ahnung. Und deswegen testen wir das jetzt mal. Los geht's. Jetzt im Auto. Eben haben wir das Ziel noch beim BMW eingegeben, das mir schon wieder total auf die Nerven gegangen ist. Das war auch bei meinem Mercedes so. Das Navi, also Mercedes, geiles Auto gewesen, aber das Navi, das war echt einfach nur scheiße. Weil wir wollten Hoek oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Hoek van Holland eingeben und dann hat er das nicht gefunden, weil er nicht wusste, dass es die Niederlande sind und gucken wir uns das beim Tesla mal an. Ist natürlich toll, ich habe es aber schon mal gestern eingegeben. Ich tippe einfach nur, er rechnet, ratsch, und da ist er. Ja. Also das ist ja wirklich super toll. Wir haben 86%. Er sagt, 449 Kilometer könnten wir damit fahren. Die ganze Strecke sind ungefähr 450, so ein bisschen 456. Was ja bedeutet, dass wir mit einer Fahrt durchkommen könnten. Aber er will zweimal laden. Nämlich in Wilnsdorf und dann nochmal da in Niederlanden. Man sieht ja auch die Stände. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was passiert. Wir sollen insgesamt 60 Minuten laden. Also das finde ich schon ein bisschen krass, dafür, dass eigentlich die Tankfüllung reichen sollte oder die, wie man es auch nennt. Ich sehe jetzt hier, er zeigt an, dass er zum Charger nach Wilnsdorf will. Das verstehe ich alles. Er zeigt mir aber hier nirgendwo die Gesamtentfernung an. Oder bin ich irgendwie zu doof? Also wenn jemand mal in die Kommentare reinschreiben könnte, wie das geht, dass er jetzt hier die 456 Kilometer anzeigt, das würde mich sehr freuen. Also es irritiert mich hier ein bisschen an dem Navi. Jo. Los geht's. Erstmal sanft in den Sitz gleiten, das finde ich ja auch hier cool. Aber es gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, dass man so ein bisschen... Freunde. Jo. Auf geht's, wir melden uns am nächsten Charger und werden berichten. Wir sind beim ersten Supercharger angekommen. Genauso wie Tesla das gesagt hat. Wir sind auf der A45 gefahren, ganz viele Baustellen und so. Eigentlich so 80 bis 120, manchmal 130. Mehr ging auch einfach nicht. Und weil die Spritpreise gerade so hoch sind, war auffällig, dass die meisten anderen Fahrer auch nicht schneller gefahren sind. Sonst ist ja immer Zug drin, aber man hat so das Gefühl, dass gerade die Verbrennerfahrer Kraftstoff sparen wollen. Wenn wir jetzt hier drauf gucken, sehen wir, dass er hier jetzt lädt er gerade mit 81 kW, also er hängt hier am Charger. Ich habe ein Drittmal zurückgesetzt, als wir los sind. Wir sehen, wir sind 67 Kilometer gefahren. Er hat aber verbraucht 25,6 Kilowatt pro 100 Kilometer, wenn man das mal umrechnet. Das finde ich ist ein relativ heftiger Wert. Ja, wenn wir einen 77 kW hier Tank haben, dann hätten wir ja eine Reichweite für 300 Kilometer. Und das bei einer doch recht geringen Geschwindigkeit. Also mich wundert das sehr. Ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn ich 100 oder 120 fahre, dass ich dann 400, 450 Kilometer fahren kann. Bin ein bisschen verwundert über das, was er anzeigt.
Es könnte aber auch sein, dass es an der Vorkonditionierung lag, der Batterie. Was mich aber auch ein bisschen wundert, weil wenn die Vorkonditionierung jetzt den Akku verbrennt, dann würde ich es vielleicht nicht mehr machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare Tipps reinschreiben. Also es sind nicht Feststellungen, es sind auch viele Fragen. Viele Fragezeichen über meinem Kopf, was ihr für Erfahrungen habt. Ja, wir laden jetzt mal 20 Minuten und dann gehen wir mal schick zum in der Zeit zum Burger King. Und gucken mal, was das Auto bis dahin gemacht hat. Jetzt haben wir geladen. 20 Minuten ungefähr. Ging gefühlt total schnell. Wir fahren jetzt weiter. Hier jetzt, hier. Noch eine Verbrenner-Handbewegung. Abtropfen. So. Wo kommt denn der jetzt her, der gute? Hier oben. Was ich super toll finde, ist, dass der jetzt muss hier nichts bezahlen, dann keine Kasse, kein gar nichts. Kennt er ja. Krieg einfach die Rechnung mit der Post. Da geht's. 380 Kilometer haben wir noch. Ich guck mal hier aufs Display. Wir haben etwas mehr geladen, als wir brauchten, weil wir nochmal Pommes nachgeholt haben. Oh, er will überhaupt keinen Charger mehr jetzt. Er sagt einfach durch. 380 Kilometer. Oh, das finde ich ja nett. Haben wir mal gespannt. Was haben wir denn für eine Reichweite? 490 Kilometer. Also jetzt bin ich aber mal gespannt, ob wir das schaffen. Los geht's. 100 km/h auf der Autobahn. Das hatte ich ganz verdrängt. Da kann, im Grunde kann man nur noch Elektro fahren hier. Also was will man jetzt hier mit dem Porsche oder so. Gut, nachts kann man glaube ich 120 doch mal fahren oder 130. Naja. Der Akku zeigt jetzt 31%. Und dass wir mit 8% ankommen, das heißt, wir werden irgendwo unten zwischendrin nochmal laden, aber vielleicht erst kurz vor Ende. Was ich gut finde, wir haben jetzt seit dem letzten Laden 16,7 Kilowattstunden verbraucht. Das war ja auf dem, da hatte ich ja erst so einen Ladeshop mit 28 bis zur ersten Ladestation irgendwie, tja, weiß auch nicht. Jetzt haben wir ja ein Wasserwerferfahrzeug, sowas gibt es nur in den Niederlanden. Sehr schön, was man hier alles noch sieht auf der Tesla-Tour heute. Ich bin von so. Ja. Wir sind angekommen mit 9% Akku, so 20 Kilometer entfernt vom Ziel. Er lädt jetzt hier mit 226, das habe ich auch noch nie erlebt. Und guckt euch mal hier die Ladestation an. Da, kein Mensch. Irgendwie im Nirgendwo. Jo, jetzt sind wir hier am Charger. Das ist ganz verrückt. Hier ist irgendwie 15 Charger sind hier, ich muss das mal so filmen, da ist so ein Hotel. 1000 Ladesäulen, sonst nichts, aber rundherum, es gibt auch nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts, gar nichts. Ganz verrückt, mitten in der Pampa. Aber lädt wie Sau, das Ding. Ich habe jetzt schon, also nach ja, gefühlt wenigen Minuten, ich war nur einmal hier auf der Toilette, habe ich schon wieder 70%. Und jetzt können wir gleich durchrollen, dann sind wir quasi voll für die Rückfahrt. Und unsere BMW-Freunde, das muss ich mal dazu sagen, die sind immer noch 30 Kilometer hinter uns. Also wir sind gleichzeitig da, obwohl wir wieder voll ankommen. Also kann man nicht meckern. Wie haben wir das geschafft? Das Navi hat das geschafft, hat uns ganz schön umgeleitet durch die Kölner Innenstadt und so weiter. Das hätte ich normalerweise nie gemacht. Und der BMW, der ist auf der A3 weiter nach Düsseldorf gefahren und viele Staus. Und wir haben einfach 70 Kilometer gut gemacht auf die. Und am Ende ja, waren wir dann auch nochmal schneller, sodass wir jetzt faktisch die ganze Ladung zeitlich nochmal raus haben. Einfach nur durch das Tesla-Navi. Also jetzt aktuell bin ich ganz schön begeistert. Hallo, liebe Tesla-Freunde. Also ich bin jetzt, habe mich gerade ins Auto gesetzt, möchte jetzt zurückfahren aus den Niederlanden, hause wieder die 456 Kilometer. Und diesmal gebe ich ein bisschen mehr Gas. Der Plan ist, ja, so 150 zu fahren. Also ich würde jetzt hier nicht irgendwie mit 200 durchbrettern, aber so 150. Okay, Niederlande ist geschwindigkeitsbeschränkt. Ich lege das nochmal hier. Das kann man wahrscheinlich nicht so richtig sehen. Aber auf der Hinfahrt haben wir 18,3 Kilowatt verbraucht. Das setze ich jetzt mal zurück und dann wollen wir nochmal gucken, was dann passiert. Ich habe 77%. Muss wahrscheinlich zweimal laden. Naja, let's go. Gut, liebe Freunde, ich bin jetzt noch in Niederlanden am Charger. Hat er gesagt, soll ich mal anhalten. Ich mache es auch mal kurz. Das ist irgendwo hier bei Burger King. Eine Tankstelle mit schrecklich hohen Diesel- und Benzinpreisen. Aber okay, hier kostet es natürlich auch Geld, aber nicht so viel. Und das werde ich jetzt mal schön vollknallen. Wir haben, ich
bin mit, so, hab wenig verbraucht, ist ja alles 100 hier, nur 16,6 kW für die 100 Kilometer, das ist ja, ja, war nicht anders zu erwarten bei 100 km/h und ich knall das Ding jetzt schön voll und dann ziehe ich die letzten 380 Kilometer einfach mal richtig schön durch und werde dann ein Resümee ziehen. Jo, jetzt bin ich zurück, also fast zu Hause, sind noch 40 Kilometer oder so. Ich habe ihn jetzt mal von Holland hierher ein bisschen geprügelt, den guten, also das heißt 140 bis, weiß nicht, 200, also meistens so 150, 160 bin ich gefahren. Und ich zeige euch jetzt nochmal das Resümee. Also vorab nochmal, also ich war ein bisschen schissrig, bevor wir losgefahren sind, habe gedacht, naja, Elektro, man wird ja, es wird von allem, wird einem ja auch ein bisschen Angst gemacht, dass das alles nicht geht, bliblablub, dies, das. Mein Resümee, Ängste komplett genommen. Ich bin jetzt hier durchgehackt, auch noch mit 22% am Lader angekommen. Ich hau den jetzt einfach nur mal ein bisschen voller, damit ich nicht zu Hause laden muss. Ich hätte sogar von Holland hier 350 Kilometer sportlich nach Hause fahren können. Wäre alles okay gewesen. Ich habe null Ängste. Der Tesla macht alles. Er hat jetzt 19,9 gebraucht auf 100 Kilometer bei 77 kW Gesamt. Leistung sind ja fast 400 Kilometer und das, obwohl ich hier Porsche gejagt habe in der Beschleunigung und so weiter. Ich habe es echt krachen lassen. War super schön. Also keine Angst mehr vor langen Strecken. Ganz im Gegenteil, es ist alles viel entspannter. Und jetzt gehe ich hier nochmal beim schönen Burger King auf die Toilette und hol mir was, weil ich da auf die Toilette gehe. Und dann schaukel ich nach Hause und ich werde sogar in einer Woche nach Italien fahren. Da mache ich nochmal ein Video. Einfach mal so ein paar Langstreckenberichte. Jo, dann sehen wir uns wieder. Macht's gut!